Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Und Ivo ist jetzt befreit und nicht mehr gefangen in Ketten, hat sich mal selber eben befreit. Und das Vieh ist an unserer Seite, hat sehr, sehr geholfen. Jetzt würde ich aber sagen, spielen wir auch mit Ivo weiter. Und was auch immer die Kanonenkugel jetzt hier macht, also vielleicht hilft die uns ja. Kann sie sie nehmen? Ist sie zu schwer? Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein. Ach, sie kann sie einfach nehmen. Ja, dann. Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Ist eine Telefonzelle, also nebenbei. Aber anscheinend kann sie da nichts machen. Bestimmt kann Wilbur das alles erkennen, wenn er dann hier nochmal runterkommen sollte. Ist hier am Fackelhalter. Ach was. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Okay. In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht. Was ist denn da drinnen gefangen? Ist das Wilbur vielleicht? Hallo? Hallo? Nichts. Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Hey! Aua, was? Du? Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt. Aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Ja, aber hey, da ist MacGuffin drin gewesen, wissen wir jetzt auch. Irgendwie müssen wir euch aus dem Loch holen. Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Was habt ihr Mortroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihnen von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. Okay, Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Dieser rote Holzkasten dort, wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig.
Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Ja, Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich. Nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mordrogas Zauberstab? Ich befürchte ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Na gut. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Aha. Okay. Das war MacGuffin, den wir befreien müssen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbur und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. Ja, sie ist etwas sauer auf ihn. Eine recht enge Zelle mit einem mächtigen Gitter. Vermutlich für besonders gefährliche Gefangene. So. Eine recht enge... Okay, das hatten wir schon. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. Ja, okay. Was ist hier mit dem Fackelhalter-Schalter? Was macht der? Irgendetwas scheint in der Wand zu... Gut. In der Wand passiert irgendwas, wir wissen aber nicht was. Willst du da nochmal reingucken, Ivo? Meinst du, dann verstehst du, dass es eine Telefonzelle ist oder nicht so? Auf den Wänden sind viele Symbole. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort... Na gut, das bringt nichts. Würde ich sagen, gehen wir raus. Oh, mal Cheep. Das hier ist alles so gar nicht nach seinem Geschmack. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Wir gehen raus. Wir können doch jetzt raus, oder? Oder willst du nochmal mit ihm reden? Dem Vieh. Sie ist fest verriegelt. Ach so. Nicht zu lange. Aber er hat doch den Schlüssel. Du meinst, der Riegel ist für dich zu schwer, um ihn anzuheben? Irgendwie muss er aber weg. Dann reden wir mit dem Vieh. Ich wüsste nicht, was ich es gerade fragen soll. Und ich verstehe es auch nicht sonderlich gut. Können wir die... Guck mal, wir haben doch hier einen Schalter und wir haben die Kanonenkugel da durchgejagt. Vielleicht können wir das ja nochmal machen und dann die Kugel da durchhauen oder so. Das kann der ja nicht, ne? Also müssen wir das Vieh weiterspielen? Haben wir irgendwas hier auch noch nicht angeguckt vielleicht? Hier ist doch auch noch... Ah, hier ist noch ein Fackelhalter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was macht der? Nichts. Nichts. Irgendetwas scheint in der Wand zu... Was können wir mit der Kanonenkugel machen? Die Kugel ist aus massivem Eisen und wiegt mehrere Kilogramm. Die Tür könnte ich damit zwar nicht zerschlagen, aber für eine erhebliche Beule könnte sie sorgen. Toll. Mache ich mit der Kanonenkugel. Kann die hier irgendwo rauf? Kann die irgendwo ran? Können sie ihm geben, aber er kann sie doch eh nicht tragen, oder? Lieber nicht. Die ist zu schwer für ihn. Ja, dann müssen wir mit ihm wieder spielen. Er hat das komische Gummihuhn auch noch. Hier, gib das mal Ivo. Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. Und hier auch so ein... Die Fackel vielleicht? Die Fackel immer geben? Danke. Und das Stillleben. Wir geben ihr einfach mal alles. Danke. Kann sie damit jetzt vielleicht was anfangen? Können wir noch eine Fackel irgendwo reinsetzen? Das Bild zeigt einen reich gedeckten Tisch. Keine sehr gute Arbeit. Ich frage mich, wo das Vieh so einen Schinken aufgetrieben hat. Eine vom Vieh gebaute Fackel. Sie erfüllt ihren Zweck und brennt. Können wir die... irgendwie ihm geben hier drinne? Nein. Können wir uns hier was angucken mit der Fackel? Reinsetzen. Gibt's hier noch einen Fackelhalter?
Da, sie hat das hier oben angeguckt, betrachte Lichtschacht. Dieser Schacht muss irgendwo nach draußen führen. Aber er ist zu eng und zu weit oben, um hinausklettern zu können. Wir spielen mal wieder das Vieh. Ich glaube, das ist besser. Kann er sich eigentlich noch was nehmen? Nein, also eine Fackel kann er sich nicht nochmal bauen. Aber wir können ja rausgehen. Flupp. Zip, ist er weg. So witzig. So cool. Ach, der sitzt da schon wieder, der blöde Troll. Das Rohr können wir nicht mehr verwenden. Da ist das Loch. Hallo, Vieh? Ich kann dich hören. Ah, okay. Ach gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Okay, wir können mit Ivo reden. Hallo? Hast du schon eine Idee, wie du mich befreien willst? Hallo? Bist du noch da? Schon wieder weg. Ich hoffe, es beeilt sich. Nicken reicht einfach nicht. Geh hinunter in die Stadt. Macht er das? Okay. Den Hammer können wir ja auch nicht nehmen. Können wir den Kerker wieder betreten? Irgendwas müssen wir doch da oben noch machen können. Ha, jetzt musste ich niesen. Truhe. Hatten wir die schon? Hatten wir die Truhe schon? Sie ist abgeschlossen. Ja. Das ist ja doof. Ja, was können wir denn hier noch anschauen? Wir haben das, wir haben ihn, wir haben die Dinger, da können wir aber nicht ran. Ist hier noch irgendwas? Nö. Kugel ist auch schon vorbei. Du musst doch Ivo irgendwas machen können. Komm, wir spielen mal mit Ivo. Ivo muss was machen. Ivo hat auch die Kanonenkugel und einen Gummihuhn. Das Gummihuhn hat zwar schon bessere Zeiten erlebt, aber es sieht noch recht elastisch aus. Vielleicht können wir damit irgendwas bauen. Oder so. Das irgendwo ranmachen. Hier oben. Oder ein Cheep-Cheep. Oder hingeben. Ans Foltergerät. Wir können was bauen. Hier an die Stange bestimmt. Und dann die Kanonenkugel da drauf ballern. Haha, okay. Es ist, Kunst. Nee, das ist schon... Genau. Hoffentlich hält das Gummihuhn das aus. Wunderbar. Das könnte klappen. Ich bin feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. Naja, die Tür oder nicht? Kannst du das nicht machen? Dahin. Öffne das Sichtfenster. Verlasse den Kerker. Das geht doch alles nicht. Aber sie meinte ja auch irgendwie das... Hä? Doch die leere Zelle? Kann sie da mit dem sprechen jetzt? Nein. Nutze die Kanonenkugel mit dem Gummihuhn. Was willst du jetzt? Soll ich da irgendwie ein Bild erstmal hinhängen? Lass das mal los. Können wir da das hinhängen oder was... Was will sie da jetzt... Kann sie da nicht einfach so draufballern? Müssen wir da jetzt ein Poster hinhängen, oder? Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Okay, hält. Der kann schon mal nicht mehr reingucken. Geht's darum? Oder wie? Dann braucht das Vieh aber die Fackel wieder, sonst können wir den ja nicht wecken. Ich glaube, darum geht's. Ja, wir müssen wieder zurück. Der braucht die Fackel wieder, sonst können wir den Troll nicht wecken. Und der soll bestimmt runterkommen. Der Troll, und dann hauen wir den tot. Oder ohnmächtig, K.O., wie auch immer. So, Ivo. Gib ihm mal schön die Fackel wieder. Hier hast du deine Fackel zurück. In den Mund rein. Lock du. Okay. Alles klar.
Wir gehen wieder raus. Und jetzt können wir den auch wieder wecken. Aber ich glaube, vorher machen wir sie mal bereit, oder? Wir machen sie mal bereit. Feuer bereit. Fehlt nur noch das Ziel. So, sie bleibt da schön so stehen und ihn wecken wir. Müsste doch klappen. Jolo. Jetzt locken wir ihn. Aha. So, Ivo, wieder spielen. Ach, macht sie von allein. Volltreffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Wunderbar. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Es hat doch gut geklappt. Das wäre das. Das wäre das. Au. Comfy, weiter geht's. Ivo kann raus. Wir spielen natürlich auch Ivo. Betrachte den Troll. Haben sie da reingekriegt in den kleinen Zwinger? Der Troll ist immer noch K.O. Ich hoffe, wir sind weit weg, wenn der wieder zu sich kommt. Die Gitter sind sehr stark, aber ein wütender Troll ist stärker. Einfach mal so reingequetscht. So, die Ivo ist draußen. Das ist sehr gut. Die kann jetzt auch den Hammer nehmen. Hoffe ich mal. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Nimm den Hammer. Und dann gehen wir mit ihr auch mal nach oben. Wir brauchen ja sowieso auch den... Das können wir in der Hundehütte sehen. Wir haben Glück, dass Fifi gerade nicht zu Hause ist. Zweiköpfige brennende Kernhunde nerven immer. Auch wenn dieser ziemlich klein zu sein scheint. Ach so, Fifi vor allem. So, sie kann die Vase betrachten. Wie fast alles hier dürfte die Vase Beutekunst sein. Sie ist nicht schön, aber dafür unhandlich. Kriegt sie die Truhe auf? Die merken aber auch gar nichts, die Wachen, ne? Fest verschlossen. Haben wir uns gedacht. Da ist das Fass. Kann sie denn hier in die Ecke? Das macht sie doch auch nicht, oder? Irgendwelche Dokumente. Aber da komme ich nicht ran, ohne dass die Wache mich sehen würde. Können wir die Wache irgendwie ausschalten? Denn das ist ja anscheinend auch das, wo wir ran wollen. Hammer. Können wir das aufbrechen? Können wir dem einfach eine überziehen? Können wir mit dem Hammer machen? Wie fast alles hier dürfte die Vase Beute. Können wir ihn nicht auch schon mal hier hochholen? Was soll das Vieh hier unten? Komm, wir gehen mal. Wir gehen auch nach oben. Was sagt er zur Hundehütte? Wow, wow. Alles klar. Wo ist Ivo? Hat die sich an die Seite gestellt oder wo ist sie? Ivo? Ja, da. Klettere in die Vase. Tschuk. Vielleicht hilft das ja. Weil er ist jetzt da drinne und sie hat das ja vorhin nicht gesehen. Komm mal mit. Jetzt betrachte die Vase. Ein erstklassiges Versteck für das Vieh. Es kann abtauchen und niemand würde erwarten, dass in der Vase ein Ding ist. Ja, genau. Und das ist doch voll gut. Jetzt hauen wir zwar nicht drauf, aber ich dachte, vielleicht kann sie irgendwie was mit der Vase machen oder so. Dahin rollen, weil er merkt es ja eigentlich dann nicht. Oder hier, ne? Die merken das ja dann nicht, wenn das Vieh in der Vase ist, so. Was kann das Vieh machen? Ja, ich weiß nicht. Muss Ivo hier was machen? Oder... nicht. Irgendwas müssen wir mit der Wache machen. Nur eine einzelne Wache hier oben? Das ist seltsam. Andererseits, Mortroga kann auf sich selbst aufpassen.
Ja. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Unbemerkt auf den Platz komme ich trotzdem nicht. Könnte man ja auch einfach töten, so? Zum Glück. Wir haben irgendwas müssen wir doch machen können. Das Vieh lassen wir mal in der Vase. Vielleicht geht sie ja runter in die Stadt oder sagt sie dann auch, nee, ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Nicht, dass uns eh was fehlt. Die Straße führt hinab in die Stadt. Sie ist als Fluchtweg nicht zu gebrauchen. In den Gassen lauern die finstersten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Wie wollen die da jeden? Niemand würde auch nur einen Augenblick zögern, einer Elfe den Kopf abzuschlagen. Hm. Die Straße. Ja, okay. Kissen wir sie auch nicht? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Müssen wir noch im Kerker irgendwas machen? Nee, wir müssen bestimmt irgendwas oben machen. Hm. Da ist noch was. Betrachte das Banner. Ah, das hatten wir noch nicht. Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Hier aus der Gegend ist es zumindest nicht. Das Wappen auf... Können wir das vielleicht anzünden? Weil sie hat es nicht. Dann brauchen wir das Vieh. Soll er ihr dann doch nochmal die... Geh mal runter, Vieh. Gib ihr die Fackel. Danke. So, jetzt spielen wir auch Ivo. Wo geht er denn hin? Er wartet da. Beim Kissen. So. Ach, wusste ich's doch. Wir könnten das Banner zünden. Was könnte ich tun? Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Das Vieh könnte entdeckt werden. Es braucht ein Versteck oder muss zurück in den Kerker. Richtig, und deswegen muss das Vieh nach oben in die Vase. Und jetzt läuft sie wieder den Weg. Ja, 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 ja. Hätte ich ihn mal in der Vase gelassen, ging aber nicht, weil musst du die Fackel geben. Geh mal da rein. Plups, da ist dein Versteck. Und weg ist er. Sehr schön. So, jetzt probieren wir das nochmal aus mit dem Anzünden des Banners. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Sehr schön. Was zum Feuer? Da freut sich das Vieh wieder. Das ist so lustig. Da bemerkt die Wache ja nichts. Jetzt nehmen die mal die Pergamente. Sehr schön. Ja, die können wir Ivo dann zum Lesen geben. Ist hier noch irgendwas, was vorher nicht ging? Nö, oder? Motroga sagt nichts. Brennt einfach mal so irgendwo ein Feuer. Bleibe ich einfach mal auf dem Thron sitzen. Wir gehen runter. Oder? Geht das? Können wir hier stehen bleiben? Und so runtergehen? Nee, wir gehen da wieder rein, damit... alles hat, oder? Ja. Verfluchte Sauerei! Warum muss eigentlich ich mich immer darum kümmern? Okay, prima. Jetzt kommt Ivo... Oh, jetzt ist Ivo hier gewesen. Das ist egal. Wir gehen einfach schnell hin. So. Gib doch mal Ivo diesen Zauber. Hallo, Vieh. Gibt's was? Ja, allerdings. Du hast einen Plan? Du möchtest etwas essen? Dir ist kalt? Timmy ist in den Brunnen gefallen? Das wird so nichts. Die können sich nicht so gut unterhalten. Er kann sich mit Cheep-Cheep aber gut unterhalten. Geh doch mal bitte hier hin und gib ihr das. Danke. So. Nee, du solltest eigentlich schon sie spielen. Eine Zauberspruchrolle. Das sind Zaubersprüche, die in einer Schriftrolle stecken. Das hier ist ein Frostzauber, wie es scheint.
Und mit dem Frostzauber werden wir natürlich zu MacGuffin gehen. Der wird bestimmt irgendwie das Schloss einfrieren können oder so. Aber ohne Zauberstab wird das wohl gehen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann er damit was anfangen oder wir können in der Kammer was machen oder so. Die Fackelhalter sind da ja auch noch. Wir schauen uns das im nächsten Part an von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann!